Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Es ist Mittwoch, heute ist mein erster Urlaubstag und ich mache mich jetzt fertig, weil ich gleich nach Hannover fahre. Ich wollte heute eigentlich schon morgens nach Hannover fahren, um Geschenke zu kaufen. Dann ist der Plan aber ins Wasser gefallen. Ich treffe mich gleich mit einer Freundin und bin aber gerade noch zu Hause. Deswegen muss ich mich jetzt ziemlich beeilen, weil ich so in einer Stunde ungefähr los möchte. Und weil ich in Hannover bleibe, muss ich noch meine Tasche packen. Also ich bleibe bis Freitag in Hannover, weil ich Freitag nochmal Berufsschule habe. Und es wird dann keinen Sinn machen, ganz hin und her zu fahren. Deswegen muss ich meine Tasche packen, muss mich fertig machen. Und habe nicht mehr so viel Zeit. Ich muss mich wirklich, wirklich beeilen, weil wie ich mich kenne, wird das nichts. Aber wir geben unser Bestes. Auf jeden Fall muss ich gleich ein paar Geschenke kaufen. Ich hoffe, dass ich auch was finde, weil ich habe ein paar Sachen schon eingekauft, aber den Großteil habe ich noch nicht. Und das ist ein kleines Problem, denn am Sonntag ist schon Heiligabend. Ja. Wir finden aber schon was. Ich habe morgen auch noch Urlaub. Und dann habe ich auch noch mal Zeit, loszusteppen. Aber das ist auf jeden Fall der Plan. Ich habe halt gestern Pilates gemacht. Nach richtig langer Zeit, weil ich die ganze Zeit keinen Sport gemacht habe. Und zwar war ich ja gefühlt dauerkrank die letzten Monate wieder. Und hatte dann Klausurenphase, weil ich ja meine Abschlussprüfung geschrieben habe. Und habe dann die ganze Zeit keinen Sport gemacht und wollte eigentlich ins Gym gehen wieder die Woche, das war der Plan. Aber dann dachte ich mir so, das wird wirklich kritisch, weil ich halt einfach keine Ausdauer habe, gar nichts. Also ich werde wahrscheinlich 2 Kilo nehmen und werde dann so verrecken bei Bulgarian Split Squat oder so. Deswegen dachte ich mir halt so, wäre es nicht entspannter, wenn du erstmal wieder Pilates ein bisschen machst? Ich habe das vor ein paar Monaten ein paar Mal gemacht. Das sind solche kranken Atzen, die Pilates wirklich durchziehen. Also ich mache diese Videos und da steht dann so 20 Minuten Pilates for Beginners. Und ich denke mir so, pff, easy, machst du. Pustkuchen. Machst du eben nicht, weil es ist einfach so anstrengend. Das sind so heftige Leute, die Pilates durchziehen. Deswegen dachte ich mir so, fängst du einfach mal an, Pilates zu machen und kommst wieder ein bisschen rein, weil eigenes Körpergewicht und so. Und deswegen mache ich, oder habe ich gestern Pilates gemacht, das erste Mal seit langer Zeit. Und werde Freitag auch nochmal Pilates machen, Samstag auch. Und dann zwischen den Tagen geht es richtig los. Weil dann ziehe ich wieder Gym durch. Und das ist jetzt mein neues Ziel wieder, weil ich war vor ein paar Monaten, ich war wirklich 3-4 Mal die Woche. Und jetzt war ich gar nicht mehr. Und das ist wirklich, wenn man einfach merkt, also wenn man aus dem Sport raus ist so mäßig, aus dem regelmäßigen Gehen, dann wird man so voll faul. Und wenn man einmal wieder Sport macht, denkt man sich so, auch wenn es gestern nur Pilates war, denkt man sich so, warum habe ich die ganze Zeit keinen Sport gemacht? Das ist so viel geiler mit Sport als ohne. Oh mein Gott, als ohne. Und ja, deswegen ist das der Plan für die Woche, wieder ein bisschen Sport anzufangen, beziehungsweise mit Pilates reinzukommen. Und ich habe jetzt halt wirklich keine Zeit mehr. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal fertig machen. Und wenn ich fertig bin, dann melde ich mich wieder. Okay, mein Make-up ist fertig. Ich habe sogar noch eine halbe Stunde Zeit. Ich bin überrascht von mir, aber es darf auch mal sein, dass ich nicht gefühlt eine Stunde für alles brauche. Aber ich bin gerade schon mal dabei, mein Outfit rauszusuchen, beziehungsweise was ich heute anziehe und auch was ich mitnehmen werde für die nächsten Tage. Ich muss sagen, Tasche packen finde ich jetzt noch ein bisschen Krise. Ich habe mir jetzt hier schon mal Sachen rausgelegt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie warm oder wie kalt es wird. Morgen bin ich auf jeden Fall was trinken und da möchte ich auf jeden Fall irgendwas Süßes anhaben. Wir wollten Weinchen trinken gehen und da ich im Moment einfach immer nur meinen Pullover-Look mit irgendeiner Jeans fahre, wollte ich morgen irgendwas Schöneres anziehen. Deswegen habe ich mir ein paar Sachen rausgelegt. Und wir haben einmal dieses Oberteil. Ich glaube, das werde ich nicht anziehen, aber das wäre auch eine Option. Ich habe das einmal in lang und in kurzarm und ich dachte, für morgen könnte ich das mal in lang mitnehmen. Einfach nur ein schwarzes Shirt, weil ich immer irgendein schwarzes Shirt dabei haben muss. Und dann haben wir hier noch meine Lederhose und ich habe voll lange keine mehr angehabt. Ich wollte eigentlich eine andere anziehen, aber die quietscht halt irgendwie, keine Ahnung, die kam aus der Wäsche und dann seitdem quietscht die, wenn man läuft. Deswegen musste ich jetzt die hier nehmen und ich packe das jetzt alles mal ein. Und dann habe ich auch noch hier einmal Sonnenpullover, der geht schon so ein bisschen kaputt, aber das ignorieren wir einfach mal. Und dann noch die Hose, ich finde die Farben passen wohl süß zusammen.
Die Hose habe ich neu und ich mag die super gerne, die glitzert so, man sieht das hier kaum. Aber ich dachte, das sind jetzt einfach mal so zwei Outfits, die ich mitnehmen kann. Deswegen packe ich die jetzt ganz kurz ein. Und dann bin ich auch ready und kann bald losfahren. Ich bin jetzt fertig. Das ist der Fit. Habe meine Sambas an. Meine helle Hose. Ungefähr so ein Basic-Outfit, das ich immer trage. Ich muss aber unbedingt los, deswegen hatte ich jetzt keine Zeit mehr und dachte mir, dass ich einfach irgendwas anziehe, wo ich weiß, dass ich es mag. Und habe jetzt meine Tasche auch gepackt. Man denkt, ich ziehe aus. Man denkt, ich ziehe aus. Nein, ich ziehe nicht aus. Ich bin nur zwei Tage weg, aber wieder meine große Tasche dabei. Hier ist sie auf jeden Fall. Da muss jetzt noch eine Strickjacke drüber, die ich Freitag vielleicht anziehen möchte. Muss ich mal gucken. Hab noch meine Converse mit, beziehungsweise nehme die noch mit. Und ich mache mich jetzt auch auf den Weg. Und jetzt gerade regnet es nicht mehr. Und ich hoffe, dass es auch dabei bleibt. Weil das wirklich ziemlich belastend wäre, jetzt gleich durch die Stadt zu laufen, wenn es regnet. Hallo. Hallo. So, ich stelle das jetzt hier hin. Guten Tag, es ist Donnerstag. Und ich bin gerade bei Ellie. Und ich habe heute meine Ergebnisse bekommen. Hallo. Ich habe eine Ausbildung. Okay, noch nicht ganz, aber bald, hoffentlich. Jedenfalls habe ich heute meine Ergebnisse bekommen und habe die schriftlichen schon bestanden. Deswegen bin ich jetzt zu Ellie geflitzt und wir sind heute unterwegs, holen Geschenke. Und heute Abend trinken wir. Ja. Was auch sonst. Ist auch gut, dass wir ja auch erst heute Abend trinken, denn wenn die Prüfungsergebnisse schlecht verlaufen wären, hätten wir schon um 10 getrunken. Ja. Das ist halt wirklich so. Klaus, der Igel zur Seite. Süß. Oh mein Gott, es regnet unnormal. Das Wetter ist wirklich beschissen. Aber Leute, wir haben jetzt eine Mission und diese Mission heißt Geschenke einkaufen. Du musst einfach nur zuklappen dann. Guck mal. Das sieht so süß aus. Wir werden jetzt auf jeden Fall lossteppen und wir treffen uns gleich mit Martin. Hallo Leute. Oh mein Gott, was war das, ein Ast? Ja, und dann hoffe ich, dass wir gleich fündig werden. Und heute Abend essen wir noch was und werden was trinken. Wie soll es auch anders sein? Warum ist es so gelb? Nicht ein Drink, nicht zwei Drinks, sondern drei Drinks. Und mehr können wir uns auch nicht leisten. Ist wirklich so. Beim dritten Drink muss Schluss sein. Ich schaffe doch eh nur drei. Danach tanze ich auf die Tische. Genau, sonst bei der Ernst August unten sind doch auch so kleine Food-Dinger, oder? Schau mal, was vorher essen, meinst du? Können wir auch machen. Oder Leute, wir sind halt maximal broke. Stimmt, wir sind halt broke, wollen nicht zu viel Geld ausgeben. Guten Tag, Freunde. Wir sind jetzt vom Geschenkeshoppen zurück. Nur, dass wir keine Geschenke gekauft haben, beziehungsweise ich, weil ich nichts gefunden habe. Jetzt fahren wir zurück, beziehungsweise sind gerade auf dem Weg zu Ellie, weil ich meine Sachen abholen muss. Auf jeden Fall haben wir gerade einfach Ellies Haltestelle verpasst und müssen jetzt dahin laufen, was super lost ist. Und ich muss jetzt einfach morgen nochmal los und Geschenke kaufen. Und vielleicht Samstag, aber ich glaube, Samstag wird es die unnormal, also das wird die übelste Krise, weil Samstag jeder nochmal losfährt, der einfach noch nichts hat. So die ganzen Leute, die keinen Bock auf Weihnachtsgeschenke kaufen haben. Ich muss ja auch nochmal los. Du musst nochmal los? Naja, wir haben was gegessen. Und jetzt gleich ziehe ich mich nochmal um und dann mal gucken, was es heute so wird. Und du bist auch unterwegs, richtig? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht erstmal nur zu Hause. Erstmal nur zu Hause und dann wird weiter geschaut. Ach so, ja, okay. Aber das ist auf jeden Fall der Plan und ich freue mich. I got that pitter-patter. I think your world's gonna shatter. Yeah, when we get down to what matters. You and I. Don't sit around, make a move. Don't know what you're trying to prove.